Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Temtem. Wir waren hier auf dem Weg nach Norden, immer noch auf Denise, und haben hier beim letzten Mal abgebrochen, weil die Folge sonst zu lang geworden wäre. Und ja, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Kampf. Nein, wir haben keinen Tee. Was? Sagt deine Herrin, wir sind nicht ihre Diener. Und nein, wir haben keinen Tee. Was auch immer, lass uns einfach kämpfen. Oh, du, das kannst du haben, Kumpel. Und Banshee. Und Crystal. So, dann kümmern wir uns erstmal um Banshee. Oh, okay. ja, das merken wir uns mal. Oh, okay. Das war mal sauber. Paharo, mach dich bereit. Ah, der Vogel, okay. Den sollten wir auch relativ easy wegmachen. Jawohl. Läuft. Läuft bei mir. Warte, deine Temtem, dein Kampfstil, du gehörst nicht zu ihnen. Nö. Wen auch immer du meinst. So. Okay, hier gibt's nichts mehr. Hier haben wir ein Item. 3 Salben, das ist sehr gut. Und 2x Tonikum. Halt 15 LP und 12 Ausdauer, ist gut. Okay, hier haben wir den nächsten Kampf. Bitte werd nicht wütend, wir haben nichts mit dieser Frau zu tun. Ja, hör auf sie, wir sind nur Touristen, wir wissen nicht, wie man sich hier benimmt und wir wollten niemanden beleidigen. Was geht hier vor? Jedermann verwechselt uns, es scheint eine Lady kam hier vor kurzem vorbei und hat die ganzen Anwohner gegen sich aufgebracht. Und jetzt denken die Leute, wir wären Teil ihres Gefolges. Sie greifen uns alle mit ihren Temtem an, aber wir haben niemandem etwas getan. Wir sind gerade auf dem Rückweg von einem Besuch der windgewandten Festung. Wir wollen doch nur zurück ins Hotel nach Arisola, um ein heißes Bad zu nehmen. Verstehe, das tut mir leid. Oh, endlich jemand, der zuhört. Hey, ich habe nichts gegen einen Kampf hier und da, wenn es freundlich zugeht, aber ich hasse es, wenn die Leute sich aufregen. Es ist einfach falsch. Darum geht es nicht beim Temtem-Bändigen, richtig? Dann lass uns einen Freundschaftskampf ausfechten. Wir sollten zum Hotel zurückkehren. Ach, das dauert doch nur eine Minute, Imogen. Fokussen wir den mal. Das sollte ja ganz schnell weg sein. Sehr schön. Ach, das ist wieder der, der sich uns unendliche buffen will. Level 16, Kettenblitz. Oh. Das tauschen wir mal gegen Funken. Übrigens auch gut zu wissen für euch vielleicht. Man kann die Fähigkeiten immer wieder neu lernen, ohne dass man, so wie in Pokémon zum Beispiel, eben TMs brauchte. Das ist hier anders. So, den machen wir direkt weg. Wir wollen nicht vergiftet werden. Haku wird ohnmächtig. Alatu. Jetzt werden wir gleich mal den Kettenblitz ausprobieren. Bin gespannt. Boom. Oh, holy moly. Das war schöner Damage. That was a lot of damage. I like that.
Ein wunderbares Duell der Fähigkeiten. Danke dir für den Kampf. Geilo. Okay, damit sind wir ja schon ziemlich weit. Das hier sieht aus wie ein Flugzeug. So. Hier gibt es wohl kein Item. Aber den nächsten Kampf. Ah, es macht so Spaß, endlich wieder mal ein Spiel zu spielen, wo man Sachen entdecken muss. Okay, der hat wieder mal einen Text wie ein Roman. Noch ein Reisender. Gute Wege, mein Freund, und willkommen auf dem besten Fleck der Schenkbrücken. Viel hohes Gras nahe am Temporium, falls du deine Tempte im Heilung brauchst, und sogar eine Möglichkeit, um zu schwimmen, falls du eine Abkühlung brauchst. Das Einzige, was mir fehlte, war etwas Action. Und jetzt bist du da. Nun, es ist ein perfekter Tag. Fetz, fetz. Und Banshee. Das wird ein kurzer Kampf. Weil wir haben ja hier unser Genki. Boom, vierfach Schaden. Und Doppelschaden. Easy. Gib mir die Punkte. Nice. Glückwunsch, Reisender. Diesen Sieg hast du dir verdient. Dankeschön. So. Dann einmal heilen, bitte. So, wie weit haben wir es denn noch? Hier einmal um die Ecke und dann kommen wir in ein neues Gebiet. Du kommst nicht vorbei, Gabriel der Graue. Und wo ist der Ghetto Blaster 5000? So, das schreit ja nach einem Kettenblitz schon fast. Hätte ich auch einen Kettenblitz machen sollen. Oh weh, okay. War aber nicht so schlimm, weil wir haben einmal den Regenschirm an. Und das Buffed Crystal halt auch noch. So, aber jetzt. Jetzt machen wir es richtig. Ja. Oh. Warte mal, mit dem Kettenblitz treffe ich mein eigenes Tier, oder was? Ey, der hat mein Genki geplättet. Du doof? Ja. Dann nehmen wir das Game mit rein, weil er am schwächsten von allen noch ist. Ein Level. Zurück in den Abgrund mit dir. Gut, dann heilen wir uns nochmal schnell. Ja. Blop, 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 blop. Und weiter geht's. Hey, da ist noch einer. Schau dir das an, die windgewandte Festung. Wer weiß, wie alt das Ding ist. Ich habe gehört, innen kann es sehr gefährlich werden. Was ist darin los? Wilde Temtem, böse Menschen, die Geister vergangener Könige. Wer weiß, es ist kein Ort, den man ohne Zweck betreten sollte. Sei vorsichtig. Ich bin zum Kämpfen hier, nicht zum Reden. Na gut. Probieren wir es mal so. Ich
Ein Windstoß in meine Fresse. Tatsache, man trifft sich selber damit. Oh. Ah, den hatten wir da schon mal. Ich glaube, der ist sehr anfällig hier gegen Genki. Oh. Boom. Double kill. 17. Ich kann nicht fassen, dass ich diesen Fehler begangen habe. Ja, mit deiner Kohle und ich gehe nochmal heilen, weil es ist ja nicht so weit. Okay, es ist gar nicht so einfach, hier einfach in einem Stück durchzukommen. Aber zum Glück kann man sich ja hier wieder heilen. Und drin sind wir in der Festung. Ruinen antiker Größe. Da oben ist ein Item. Ein Beleber, das ist sehr schön. Hier geht es auch direkt nach oben. Da wartet ein Kampf auf uns. Da geht es nach unten. Da sind sie wieder. Wo sind meine Tankkarten? Warte, ich bin nicht... okay. Oh Mist, da habe ich einen Fehler gemacht. Aua. Die gute alte Kopframme. So. Oh, das ist etwas, das habe ich schon fast vermutet, dass Genki in den Höhlen gar nicht so gut sein wird. Ich kann mich verteidigen. Okay, ja, whatever. Aber wir werden den Beleber... oh, du greifst ja gar nicht. Du bist keiner von denen. Nein, bin ich nicht. So ein Glück, diese Leute sind hier reingerannt wie ein wütender Scale und haben alles zerlegt. Wer sind die? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Sie sind nicht aus Denis, so viel ist sicher. Was suchen sie? Ich bin nicht sicher, aber eine von ihnen sprach sie mit Herrin an und versprach, dass sie jeden Stein einzeln umdrehen würden. Also durchsuchen sie wohl die Ruine nach etwas. Bitte, wenn du auf sie stößt, sei vorsichtig. Sie halten sich nicht an Regeln und ihre Temtems sind rasend. Wenn sie gewinnen, stürzen sie sich auf dich wie wilde Bestien. Okay. Das Problem ist, dass Genki down ist. Das heißt, wir benutzen nochmal die Heilstation. Loop. Sehr schön. Und dann ist die Frage, gehen wir nach oben oder nach unten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Oh, ein Kampf. Gales. Ich glaube, wir laufen hier einfach weg. Weil die Kämpfe bringen uns jetzt gerade nicht so viel. Oh Mann. Und nochmal ein Scale. Lass mich doch in Ruhe. Ich will ja nur durch. So, erstmal nach unten. Yep. Hey, wer ist das? Du, was tust du hier? Was tust du hier? Ah, du stellst dir nicht die Fragen. Das tun wir. Geh zur Seite oder sonst. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wir sind das Letzte, das du sehen wirst, bevor dir die Lichter ausgehen, du Bauer. Lass uns tanzen.
Das sind wohl die Drüsen. So, dann... Kettenblitz natürlich. Oh, das macht ja nicht so viel Schaden. Dank unseres Regenschirms. Bam. Wie schmeckt euch das? Arak, mach dich bereit. So. Im Uhrzeigersinn war das, ne? Ne, nochmal Kettenblitz. Das reicht ganz genau, hoffentlich. Kommt er nicht mehr zu viel nach. Oh, mein Gank ist schon wieder low. Rüstel Level 21. Und da kommt noch ein Parak. Okay, Genki muss sowieso jetzt warten, weil er kann eh nichts machen. Dann machen wir hier einmal Klinge und dann benutzen wir hier erstmal eine Salbe. So. Klinge und Gleichstromstrahl. Passt, super. Ich bin vielleicht gefallen, aber der Belsotto-Clan bleibt bestehen. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal einen Namen. So. Was sind das jetzt hier? Oh Gott, das ist ja wieder so ein Labyrinth. Gut, nächster bitte. Du, renn hoch und benachrichtige sie. Was zur... Banshee und Banshee. Da schreit er schon wieder nach einem Kettenblitz. Easy. Level 18, Genki. Einbruch, schicke Verstärkung. Das gefällt mir. Okay, so, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie geht's in unserem Team. Ein bisschen heilen wäre nicht schlecht, glaube ich. Rucksack. Was haben wir denn hier? Was hat der Apfel nochmal gebracht hier? Medizin. 25% LP. Dann benutzen wir mal die, weil die haben uns nichts gekostet quasi. Oh Mann. Und wieder Scales, die brauchen wir nicht. Weg, weg. So, die wollen wir nämlich. Keine unautorisierten Einwohner. Wer zur Hölle bist du und was tust du hier? Erkläre dich. Ich bin Punchy und ich werde dich fertig machen. Das werden wir ja sehen. Umishi und Swali. Oh, okay, dann machen wir hier die Glasklinge und dann machen wir auch wieder ein... Ah, Kettenblitz bringt hier nicht viel. Wir machen ihn trotzdem, weil ich glaube... Genau, da macht's gut Damage. Das war Nummer Uno. Ein Kaku hinterher. Das werden wir auch direkt wegfokussen. Nicht gut. Windklinge. Oh, ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Schlecht.
Ah, Mist. Ich klicke immer zu schnell. Wird mir schon ein dicker, fetter, roter Kreis angezeigt und ich klicke trotzdem. Oh. Boom, boom, boom. Ja, noch eine Runde, dann haben wir die. Genki müsste das schaffen. So, ja genau, wir haben genug Ausdauer. Und wir waren verwirrt. Ja, ja. So, und hier machen wir eine Pause. Verdammt, du wirst es bereuen, Eindringling. Oh, gibt jede Menge Asche. Okay. Nein, ich will nicht kämpfen. Sollten vielleicht wieder mal Genki ein bisschen heilen mit einer Salbe. Oh, da war ein Item. Verdammt. Zwei Belieber, sehr gut. Sind nämlich sau teuer. So, jetzt sind wir hier. Nochmal, ich weiß nichts von. Ah, du bist es, Punchy. Endlich etwas Glück. Wie bist du hier gelandet? Ich habe mich etwas nach dem Surfen entspannt und dann kommt diese Frau vorbei mit einer ganzen Truppe an Lakaien und fragt nach irgendeinem verborgenen Schatz. Und aus dem Nichts haben sie mich umzingelt und mich in diese Zelle hier geworfen. Ich habe gehört, wie ihre Untergebenen sie Lady Lottie genannt haben. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber das ist vollkommen inakzeptabel. Sie muss irgendwo auf den oberen Stockwerken sein. Ihre Leute durchsuchen die gesamte windgewandte Festung nach dem Schatz, von dem sie die ganze Zeit redet. Sie hat bestimmt den Schlüssel zu diesem Käfig. Du musst ihn irgendwo bekommen und mich befreien. Und sei vorsichtig mit dieser Lady Lottie. Sie kann gut mit ihren Temptem umgehen. Hey. So. Zweimal Salbe Plus. Nehmen wir doch. Ah, du bist, ich bin keiner von denen. Ah, okay. Tut mir leid, ich verstecke mich schon so lange hier im Dunkeln. Sind sie weg? Sie sind noch da. Dann bleibe ich besser noch hier versteckt. Ich weiß nicht, wer die sind und um ehrlich zu sein, ist es mir egal. Ich will nur allein gelassen werden. Gerade habe ich noch dieses architektonische Wunder angehimmelt. Und dann musste ich plötzlich vor diesen Vandalen davonrennen. Ich bekämpfe sie. Du bist entweder tapfer oder völlig verblendet. Oder beides. Das ist vermutlich realistischer. Aber trotzdem viel Glück. Diese Leute verderben den Eindruck, den wir als Besucher hinterlassen. Warte, bevor du gehst, hast du Lust auf ein Rötchen Temtem-Kampf? Ich könnte eine Ablenkung vertragen. Meine Nerven liegen blank. Ja, klar. Ich nehme die Punkte an. Oh, das Level 18 ist mäßig. Ja, kriegen wir mal hin. Oh, wie. Echt jetzt? Muss das denn sein? Okay, dann holen wir wieder Scale rein. Punkte abstauben. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt werde ich mich wieder in der Dunkelheit verstecken. Gut, das heißt,
Wir beleben jetzt ganz kurz mal unser Crystal wieder und dann heilen wir den nochmal ganz kurz und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Shatter through the glare. Make it, take it, they won't show.